Jonah, hörst du mich? Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Damit hau dir und Schiersatz zu Shadow of the Tomb Raider, den dritten neuen Teil. Ich muss leider sagen, jetzt ist jetzt gerade nicht blind, Jonah, weil... ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. Weil... 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Ich habe jetzt schon aufgenommen gehört, 3 Folgen. Der Toten ein VIP zu Besuch und dann kommt. Beim Uploaden habe ich dann gemerkt, oder beim. Beziehungsweise beim. Erste Folge. Anfang. Hatten. Muss man dann aufhören, dass es keinen Sound hat. Und dann habe ich mir gedacht, das ist fast schon wieder genau wie der Flashback damals, wo es genauso war. Ich habe glaubt. Tomb Raider damals den ersten Reboot-Teil, glaube ich, 5 Mal aufgenommen angefangen und jedes Mal wieder geschießt gehabt. Und diesmal habe ich keinen Sound gehabt, aber jetzt habe ich normal Sound. Aber deswegen nehme ich jetzt auch erstmal nur die erste Folge auf und Jonah, ja, ich muss dann geschafft. Nur die anderen 2 Sachen aufnehmen. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte, sei vorsichtig. Erstmal the next one.
Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Lara! Wir müssen gut, schnell hier weg! Fallen würde nerven. Lara! Nein, das braucht ich. Komm jetzt! Raus hier! Los, los! Raus hier aus der Bude! Schnell! Komm schon! So. Wir werden dann so wieder so um die 30 Minuten einpendeln bei den Folgen. Da drin immer noch Fotos machen. So aus. Ja, du wärst noch drin. Vorinformation. Nicht machen. Jonah. Ja, genau. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend. Ah, ja. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Wunderschön, dieses Spray. Unglaublich. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich bin da echt immer noch froh, dass sie so einen Reboot draus gemacht haben. Von diesen... dieser Spielereihe. Ja, so gut. Ich schaue da wirklich gut aus. Obwohl es nicht auf dem Maximum eingestellt ist. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas, Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also, deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Schau mal, was wir so finden. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Na, na, du musst sagen, er darf uns nicht erkennen, weil du läufst ja anscheinend einfach so die ganze Zeit rum. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei.
Ich gehe Ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Schauen wir mal da oben. Das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Du hättest was essen sollen. Oh. Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. Und da habe ich zum Beispiel vorher gar nicht geschaut. Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Wo ist der hin? Suchen wir weiter. Da bin ich auch nicht hinter. Crazy. Der kann laufen, aber man kann nicht laufen. Ganz gut, solange ich nicht dran denke. Und mit dem Kamarin. Bitte probieren. Riecht sehr lecker. Oh, hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Schön. Okay. Sehen nicht. Unglaublich, so was? Weiter. Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Umschauen. Schau, für meinen Vater. Ich könnte einen für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Gehen wir da mal. Oder Todlose lieber. Nein, schon okay. Immer schön, euch sei es am Minus geht, ne? Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Es gefällt mir hier. Nette Menschen. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Ich quatsche nur mich ein bisschen mit Hirn. Abuela, kommt von hier. Wenn's nicht so aussieht, Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Und da sind wir schon drin. Im Hinterhof. Gehen wir uns da mal umschauen. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Zieh durch, geht er. Entschuldigung, wir sind da mal durch. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Ist ja praktisch für uns zu wissen, wenn er der Chef ist. Ja, du hast recht. Disculpe, Senorita. Mein Fehler.
Hätte ich looten? Ja. Schaut. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Wenn man direkt mit so einem Aufbau dort rumläuft, ist es fast schon logisch, dass man die bemerkt, ne? Ist ja jetzt nicht so, als war das so. Doktor, son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Schauen wir mal weiter. Servus. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Sitzt einfach auf Müllbeilen. Lo siento. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Witzig, wie der Stor oder so. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Witzig, wir sehen gleich, was jetzt noch passiert, weil... Das ist so dumm, wieso die Leute immer so einen Kack machen. There is nothing. So, jetzt können wir das erste Mal, können wir uns jetzt halt mehr oder weniger frei bewegen. Das ist nur sehr schlauchig aussehen, aber das macht es irgendwie aus. Im Ganzen. Es ist so Teil Open World, aber es ist halt nicht komplett Open World. Und das ist schon... Ich finde, dass das am besten eigentlich ist. Wenn man nicht so unendlich viel erforschen kann oder gefühlt gar nicht mehr der Story hinterhergehen muss. Das ist, finde ich, ein bisschen lame, weil meistens folgt dann draus, dass man übel viel farmen muss. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte! Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück! Irgendwelche letzten Worte? Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Zeus, du bist wer? Hansi oder was? Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Anscheinend haben sie ihn ja nicht gefunden. Jonah. So. Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Ja, dann lauf. Wir müssen erst ein bisschen looten. Hier ist Commander Rock. Alle looten. Teams bereit machen für Operation Blackout. Ah, da ist noch was. Müssen wir natürlich so viel wie möglich jetzt wieder mitnehmen. Aus. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Aus loot-technischen Gründen natürlich auch. Und XP-technische Gründe. Dass wir dann wieder auf einem mehr oder weniger gleichen Stand haben. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Das pfeift nur so komisch.
So, schauen wir mal, was wir da haben. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chill, die Göttin des Vollmonds. Mhm. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Wo hält uns? Ich muss da runter. Sonst ist nur was zum Looten. Und es kommt dann erstmal etwas, das wo mega geil ist. Und zwar abseilen. Okay, das müsste gehen. Man kann es jetzt abseilen von einer hängenden Ding aus. Und es ermöglicht so viele neue Sachen. Es ist einfach so gut. Empfinden vor allem. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal weiter um. Hier ist Commander Rock. Sofort die Städte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Einmal nach unten. Stopp. So. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ja, lauer nicht so viel. Dieses Ding auslösen. Ich denke, ich kann es ohne, dass ich das auslöse. Ich schaff das. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Schon echt mega aus. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Super. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. So, gehen wir weiter, jo. Also dies ist wahrscheinlich der richtige Eingang von dem Ganzen. Bloß dies ist anscheinend immer vollgespült mit Wasser. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Ersten Fähigkeitspunkt kriegt. Können aber noch nicht einlösen. Weil man. Ach, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Weil man. Das wird's mir nicht ein. Was nehmen wir mal, was ich sagen will. Alles klar. Das ist sehr wurscht. Was ist das hier? Epsi, wo man nicht weiter gehen. Da führen. Da her. Da ist wahrscheinlich auch noch was, gell? Ja. Ja, es kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass ich euch so instant finde. Okay, mir her, gell? Ja, das ist schon gewohnt.
Ich habe gerade was Neues gefunden, was ich vorher noch nicht gehabt habe. Aber das habe ich da auch schon. Genau. So. Aber ich sage jetzt mal, was da unten kommt, das schauen wir uns dann morgen an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen. Also, habe ich dir die.